Auf dem Flug von Trondheim nach Narvik war auf der, das war ein weiter Weg, da war ein englischer Flugplatz und jedes Mal, wenn U-52 da flogen, kamen englische Jäger und es wurden auch eine Maschine abgeschossen, eine Maschine angeschossen, die musste notlanden. Aber wir kamen gut nach Narvik und konnten da abspringen. Ich hatte, wie gesagt, keinen Stahlhelm auf und schlug mit dem Kopf auf einen Fels. Blieb dann da im Lazarett und ging dann wieder an die Nordfront, kämpfte dort gegen Polen, Franzosen und Norweger. Wir waren auf einer Anhöhe und vor uns ein Tal und auf der nächsten Anhöhe war der Feind. Kubeket. Und wir konnten gerade dahin schießen. Aber ab und an griffen wir an, dann griffen die an und so weiter. Wie wir hatten scharf zu kämpfen, aber wir hatten auch bessere Waffen. Ich hatte den schweren Zug, Heavy Platoon. And we had two SMG 34 and two Solothurn Panzerbüchsen, Schweizer Fabrikat. That was my mission. I had 22 men for the weapons. Das MG 34 and I had a mission. Pistol. And some men had rifles and so on. Each man has a pistol. Pistole 08. Jag håller i en pistol kallad populärt Parabellum. Den har nummer 3770 och har tillhört en tysk gebirgsjägare. Och han föll under ett motanfall på i höjden 797 på Kuberget. Vi hade pickskyttarna som ju på 300-400 meter så trädde de i aktion och sköt in sig mot de här gluggarna, för tyskarna hade ju alltså gjort stenfästningar kan man säga och med gluggar i. Och till slut så hade de skjutit in sig och så var de skjutna. Ja, i alla fall så tog vi oss upp där på höjden. Jag höll den redan den 17 maj. Och sen var det då motanfall.